Herzlich willkommen zu einem Part von Let's Play. 15 Minuten schaffe ich. Ich bin gegen Ghazam Al-Homsi von Libanon. Und sizilianisch, na toll. Gucken wir mal, wie er das spielt. Mit Springer F6, alles klar. Und Turm G1. Die Variante ist ganz lustig. Spielen wir die mal. Gucken wir mal, was da rumkommt. Der meiste spielt den Läufer E6. Das ist eigentlich das Ziel dieser Eröffnung von Schwarz. Gucken wir mal. Den Läufer E6 spielt, werde ich G4 spielen. Das ist eigentlich so die Idee von der Eröffnung von Weiß, G4. Also ich spiele mir auch Turm G1. Ja, gucken wir mal, was ist denn so für Rating? 1,8, 1,8, 1,5, okay. Ja gut. Wird da so ein echt wahrscheinlich so 1600 haben. 16, 1700. Das Rating ist ungefähr gleich, so plus, so minus 200, so ungefähr minus 100, minus 200, so ungefähr das echte Rating. Meistens so. Ist auch ungefähr bei jeder Seite so, also. Kann man nie genau sagen, natürlich, kommt natürlich darauf an, welche Gegner man hat und so weiter. Genau, auf E6, G4. Das ist der Vorteil, wenn man die Öffnung kennt. Nicht so viel Arbeit zu denken. Ja, ich kann ja auch noch nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Habt ihr ja schon öfters von mir gesehen, diese Öffnung. Ich scheine immer schon Probleme zu haben mit der Öffnung. Das ist ganz ärgerlustig. Tja. Kann ich ihm auch nicht helfen. Muss er ein bisschen nachdenken. Aber die meisten lernen einfach nur Öffnungszüge aus, wenn die wissen gar nicht, worum es in der Öffnung geht. Also. Man muss die Öffnung schon verstehen, die man spielt. Genau, D5, G5. HG, HG, wahrscheinlich D4. Quatsch, HG, HG, Springer E4. Wahrscheinlich. Das bringt mir natürlich mega Zeitvorteil. Genießen wir einfach die Musik, solange er sich entschieden hat. Da gibt es ja verschiedene Züge, Springer D7. Einiges. Den Bauern kriege ich ja immer zurück mit Springer D2, Läufer G2. Wenn er der Fan der Springer D7, Läufer G2 spielt, kann man natürlich machen, wie man will. Läufer E7. Läufer E7 ist ungewöhnlich. Tja, er wird trotzdem Läufer G2 spielen, ja. Ich bin natürlich auch verrückt, die hier Turm H4 spielen, um den Bauern zu decken. Turm H4 ist aber kein guter Zug. Genau, Läufer F5 spielen die meisten. Ich spiele erstmal Rochade. Und dann, ach, Springer D7 oder König D7. Einfach Springer, König C7. Er muss sowieso beide Züge spielen, also von daher ist das Wurst. Springer D2.
Jetzt Turm H4 oder so spielt, spielen aber Turm H1. Wird wahrscheinlich Springer C6 oder Springer D7 spielen. Dann nehme ich mit dem Springer auf E4 raus. Turm H4 ist ein bisschen Zeitverschwendung. Also kommt mein Turm in eine bessere Position. Ich kann Zeit für Turm H8. Turm H8. Jetzt einen Läufer rausnehmen, wenn er nimmt. Mein Turm ist auf der D-Linie besser als auf der H-Linie. Tja, Springer D7, Springer C6. Wahrscheinlich ein Turm D8. Wahrscheinlich Turm A1, Läufer A1, Springer D7 oder C6, Springer E4, Turm D8. Sehr ausgeglichen. Ich glaube, ich nehme so mit dem Läufer raus. Wird wahrscheinlich wieder nehmen, ja. Ich hoffe, zum D8 spiele ich zum H1. Einfach nur was mit der offenen Linie anzufangen. Auf Turm H8. Ja, wahrscheinlich Springer C3 und versuche mal Springer nach D5 zu bekommen. Gut ist, mein Läufer deckt alles. Der Läufer auf E3, das ist wertvoll. Naja, oder? Werde ich gegen rausnehmen. Ich habe auf jeden Fall das bessere Endspiel. Ich glaube, ich brauche meinen Turm noch. Wahrscheinlich Springer D4. Dann werde ich einfach rausnehmen. Dann F3 spielen. Direkt F5. Also nimmt, Turm H7. Später dann Turm D7 wahrscheinlich, ne? Kann ich F4 spielen. Ah, sehr, sehr ausgeglichen alles. Aber ich kann es ja nicht ändern. Ich glaube, König B8 war ein kleiner Fehler, aber ich jetzt zum F7 ab. Problem ist jetzt, weil er kann zum einen nicht F5 spielen. Eigentlich muss er den Bauern jetzt opfern. Was soll er sonst machen? Kann den Springer nicht ziehen, kann den Läufer nicht ziehen und F6 hängt. Kann auch F6 nicht decken. Also ich glaube, er hätte Turm D7 spielen müssen, weil auf Turm D7, Turm F7, da hätte er wenigstens noch Springer D8 gehabt. Hat er jetzt gar nicht, weil E7 hängt. Also, da könnte ich beachten, glaube ich, einen Fehler. Das sind so diese Züge, die so, auf die man aufpassen muss als etwas niedrigerer Spieler auf jeden Fall.
diese kleinen Züge im Endspiel, so wie Turm F7 hier, wenn mir einfach mal einen Bauern beschert. Und der beschert mir wahrscheinlich auch den Sieg hier in dieser Stellung. Ich habe noch nicht mal 2 Minuten überlegt in dieser Partie. Ja, aber eigentlich alles Eröffnung und ja gut. Turm F7 muss man natürlich sehen. Deswegen war Turm D7 schon ein wichtiger Zug. Dieser sieht natürlich passiv aus, ich weiß, aber kann man nicht ändern manchmal. Manchmal muss man passive Züge spielen. Auch wenn man sagt, oh, Turm entspiele, du darfst nicht passiv spielen und so, ja. Doch, muss man manchmal. Natürlich, jetzt nicht sagen, wenn ihr in der 1-Partie so, oh, oder Robin, der so rum, der hat aber gesagt, man muss passiv spielen manchmal. Nein, es kommt auf die Stellung an. Natürlich, lieber aktiv, lieber mal einen Bauern opfern und aktiv spielen wie hier, aber hier kann er nicht aktiv spielen. Dann sollte man schon gucken, dass man nochmal passiv spielt. Ja, Turm A1 droht nicht, da kann er einfach Läufer D2 spielen. Also ich kann jetzt einfach F6 nehmen. Wahrscheinlich Läufer F6, Turm F6. Na gut, er droht wirklich nichts. Er will natürlich die Türme auf dem Brett behalten, damit er ein Turmspiel kriegt, das eventuell unentschieden ist. Vor allem bei den 3 gegen 2 Bauern. Hier muss ich versuchen, irgendwie meinen Läufer und den Springer auf dem Brett zu behalten. Auch wenn sein Springer eine bessere Figur ist hier in dem Endspiel. Am besten wäre es noch, wenn ich einen zweiten Bauern gewinne, den E5 war irgendwie. Turm E6 oder so. Obwohl, das bringt auch noch nicht im Moment. Und dann springen auf C6, das halt deckt. Tja. Jetzt fängt aber an, richtig passiv zu spielen hier. Turm C8. Warum Turm C8, ey? Ja, mit natürlich Springer B4 spielen oder so, ne? Ja, wird einfach C3 dagegen spielen. Das geht, glaube ich, nicht. Einfach. Erstens mal, er droht nicht wirklich was. Ich könnte zum Beispiel einfach Turm E6 spielen, Springer A2, König C2. Ah ja, okay, oder König B1, dann kommt er gar nicht mehr raus, der Springer. Also A2 droht er noch nicht mal. Wenn ich Turm E6 spiele, muss er die Springer C6 zurückziehen. Hab ich noch was Besseres? Er droht nicht rauszunehmen. Ja, mit Turm E6 drohe ich aber auch nicht E5 zu nehmen, ist das Problem.
A2 kann er nicht nehmen. Ich kann aber E5 nehmen gegen Springer D3. Wahrscheinlich wieder darauf spekulieren oder so. Spielt direkt Springer D3. Tja. Weiter. Wenn er Springer B4 spielt, ist interessant. Liegt dann nach B1 oder nach D2? Oder B3. Ja, wahrscheinlich nach D2. Wenn Turm D8 kommt, könnte ich E2, Springer C6. Kann auch Turm D8, könnte ich E2, Springer D3 spielen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, ich muss wieder aus H6 gehen. Wollte jetzt Läufer C5 und so spielen, aber leider geht das nicht. Jetzt versuchen auf die siebte Reihe zu kommen und den König ein bisschen abzusperren. Ich werde es wahrscheinlich auf Zeit gewinnen, nicht auf Stellung. B5 ist nicht gut. Ach Quatsch. Ich hab gedacht, der Turm stirbt, ja. Lol. B5 ist aber trotzdem nicht gut. Ich weiß nicht genau, warum man das macht, aber er öffnet seine Stellung. Jetzt hängt A6 auch noch. Also er kann den Springer gar nicht so richtig ziehen. Ja, ich bin der König B7, aber. Trotzdem, ich kann einfach Turm H7 spielen. Dann mal Turm D8, Turm H7. Okay, ich spiele Turm C7. Oh, ich spiele richtig passiv, ey. War richtig passiv. Möchte Turm D5 spielen. Turm E6 nicht wegen Turm D7 nicht. Möchte ihm nicht die offene Linie geben. Wenn jetzt einmal Turm H7 mal so spielt, spiel einfach König D5 und greift C6 an. Genau, hier kann ich das auch machen eigentlich. Weil der Springer kann ich ziehen. Wenn er zieht nach B8 oder so, dann habe ich Turm E6. Oh, Springer A5. Ja gut, dann will ich erst B3 spielen. Jetzt hängt C6. Ja, es soll leider aber sehen. Ansonsten war es eine richtig gute Partie von ihm. Er hat halt am Ende dann halt zu passiv gespielt. Das war eigentlich eine richtig lehrreiche Partie, wie man Endspiel spielt. Auf die Öffnung scheißen wir jetzt mal. Die ist eigentlich Wurst. Eigentlich können wir so ab. Ja, sagen wir mal ab hier ungefähr gucken. Hier haben wir jetzt ein Endspiel.
ungefähr gleich steht, also Weiß steht ein bisschen, vielleicht 0,2, 0,1 besser, wenn überhaupt. Hier schon die erste Entscheidung. Soll ich die Türme tauschen, soll ich nicht tauschen? Eigentlich, der gewinnen will, sollte eigentlich so viele Figuren am Brett halten wie möglich, deswegen Turm H1. Turm H1 ist sowieso gut, weil ich auf der H-Linie viel mehr machen kann. F5 ist so in Ordnung. Turm H7. Hier kommt schon der erste kleine Fehler, der einen Bauern einstellt. König C7. Ist noch nicht Partieverlust relevant. Ja, okay, vielleicht schon. Nach Turm D7 spielt, kann ich das erste nicht spielen wegen Springer D8. Dann hätte ich hier vielleicht F4 gespielt. Und hier tauscht er halt richtig viel mit ab. Ne? Sagen wir zack, zack, König C8 oder so. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber hier ist noch schwer auf Gewinn zu spielen, um echt zu sein. Vielleicht ist hier doch sogar schon einfach unentschieden. Da muss ich dann F4 lassen und irgendwas anderes spielen. Ja, er hat aber König B8 gespielt, damit F7 hat den Bauern verloren. Und jetzt zieht er richtig passiv. Er muss auf die Ledelinie gehen eigentlich. Turm D8 spielen. Das ist auch noch alles in Ordnung, finde ich. Aber hier muss er jetzt mal Turm D8 spielen. Das ist sehr wichtig, finde ich. Natürlich, König C7, König F3 gehe ich trotzdem dahin, nach E4. Aber ich finde das sehr wichtig, dass er hier auf der D-Linie steht und nicht so passiv wie er in der Partie gespielt hat. Ja, B5. B5 bringt ihm nicht wirklich viel weiter. Ich gehe mal König nach vorne und ihr seht ja. Ups. Das ist schon vorbei. Turm C7 habe ich auch gar nicht verstanden. Er hier so, wie gesagt, mit Turm D8 schon mehr gerechnet. Einfach auf die D-Linie gehen. Aber nicht Turm A7 ab in Sterz. Wenn ich Turm A6 spiele, kommt er eh wieder König B7. Aber hier hat er sich richtig eingeengt. Mit seinen Zügen. Aber gut, muss eigentlich Turm C7 spielen. Tja, was spiele ich da für Turm C7? Denk mal einfach B3. Er kann sich kaum bewegen eigentlich. Also er kann sich eigentlich wirklich gar nicht bewegen. Wenn er einen Springerzug macht. Ich zum Beispiel einfach Läufer B6 im Moment. Wenn Springer B8 kommt, ich Turm B6. Es sieht schon sehr gruselig aus. Außerdem hängt dann auch immer E5, also muss er schon aufpassen. Vielleicht spielt er hier einfach A5. Dann kann ich noch Turm E6 spielen, um den Bauern jetzt zu bekommen. Vielleicht Turm C8. Hier muss er halt ein paar Wartezüge machen. Ist nicht so einfach für Schwarz. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Turm C7, Turm E6. Na, vielleicht komme ich auch gar nicht vorwärts. Vielleicht muss ich auch Läufer F4 irgendwann spielen. Einmal Turm C8, Läufer F4. Turm C7, Läufer D6. Ah, fesselt mich, ups. Vielleicht ist es hier auch sogar unentschieden. Also, er muss halt einige passive Züge machen. Ich muss halt gucken, wie ich dann vorwärts komme. Ich wüsste jetzt eigentlich auch keinen genauen Plan, wie ich am besten vorwärts komme. Tja, ich komme halt mit den Zügen nicht so ganz durch. C4 bringt mich auch nicht wirklich weiter. Vor allem auch wegen Springer B4 Schach. Vielleicht A4. Tja. BA, BA. Eventuell habe ich wenigstens noch einen Angriffspunkt. Auch sowas wie Läufer B6 zum Beispiel. Ah. Tja, kann ich auch einfach tauschen. Sollte eigentlich gewonnen sein mit Läufer D2. Ja, ist gewonnen. Nehmen wir Läufer die falsche Ecke, ist unentschieden. Er wird seinen Springer auf jeden Fall hier veropfern für den Bauern. Dann ist das unentschieden, ich kann es dir mal kurz zeigen. Nehmen wir das, das, zack, zack. Er geht einfach hoch. Jetzt habe ich die falsche Ecke.
Deswegen das auf jeden Fall unentschieden. Das ist natürlich belastend. Ich muss das so spielen, dass der Springer den nicht nehmen kann. Aber es ist schwer. Irgendwie, ja, Lauf E1. Vielleicht kriege ich das hin. Kriegt man eigentlich hin. Ja, ja, doch, ist doch gewonnen. Sollte ich eigentlich hinkriegen, aber mal, keine Ahnung, könnte ich C7. Für E1, könnte ich D7, Lauf A4, jetzt muss der Springer schon ziehen, F5. Springer H6, F6, okay, also Springer G4 muss ich aufpassen. Also darf ich noch nicht so schnell ziehen. Dann lieber Läufer G5. Ja gut, hier ist natürlich schon direkt vorbei, weil der Springer keine Felder mehr hat. Dann muss er hier Springer C6 spielen. Richtig tricky hier. Ah, sehr schwer. Soll da so ziehen, dass er einen Schach geben kann. Das ist eigentlich richtig nervig auch. Ich ziehe mit Schach auch hoch, das ist ein Problem. Boah. Gut, das sollen wir nicht machen. Also hier stoppen. Auf C5 oder so. Ja gut, ja, ja gut, jetzt ist es durch, aber. Das kann Schwarz ein bisschen besser spielen, da muss er auf jeden Fall aufpassen. Ist aber, glaube ich, gewonnen für Weiß. Also A4 ist eigentlich ein guter Zug. Wenn er Turm C8 spielt. Einfach Turm C8. Ich glaube, hier kann ich jetzt Turm D7 spielen. Reinkommen hier. Ja, hätte ich A4 spielen müssen. Wäre ganz gut gewesen. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.